Hallo, ich bin Nils und du hörst, wir sind multidimensionale Lichtmenschen, der Mitmach-Podcast für spirituelles Wachstum. Und diese Folge ist eine Einleitung, denn ich wollte beschreiben, wie ich zu der Idee kam, eine kostenlose Ausbildung zum multidimensionalen Lichtmenschen zu geben. Da war dieser Moment, als mein Podcast geboren wurde. Ich wollte praktisches, spirituelles Wissen vermitteln. Und zwar auf persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen basierend und auch alltagstauglich. Und ich möchte unbedingt kostenlos geben, als Symbol der neuen Welt. Also kam die Idee auf, dass es so etwas Ähnliches wie eine Ausbildung ist, eine kostenlose Ausbildung zum multidimensionalen Lichtmenschen. Natürlich gibt es am Ende kein Diplom zum Ausdrucken und an die Wand nageln. Aber je weiter du dich inspirieren lässt, in Richtung eines multidimensionalen Lichtmenschens zu wachsen, desto mehr wirst du es auch. Höre dir meinen Podcast an, vielleicht auch manche Folgen mehrmals, und erinnere dich. Erinnere dich an das tiefe innere Wissen in dir. Und dann probiere aus. Mache mit. Es ist ein Mitmach-Podcast. Die alten Ausbildungen kamen noch aus der Zeit der Yang-Diktatur. Da ging es vor allem um Informationen. Was weißt du schon, was ist neu? Dies ist eine neue Ausbildung, aus der Zeit des neuen Yin. Natürlich geht es nicht ganz ohne Struktur, aber die Inhalte entwickeln sich organisch und intuitiv. So wie die Natur wächst, so wachsen wir auch. Wir sind Natur. Warum leben wir nicht so? Fühlen wir auch auf das, was mitschwingt? Wenn du möchtest, mach eine Herzenserfahrung daraus. Ich atme beim Sprechen durch mein Herzchakra. Möchtest du es auch beim Zuhören tun? Dann wird aus diesem Podcast eine kollektive Herzenserfahrung. Unser Gruppenbewusstsein schwingt in Liebe, Verbundenheit, Multidimensionalität und wir schwingen uns ein in das neue 5D-Bewusstsein. Das ist eine gute Erfahrung. Zuerst wollte ich diesen Podcast einfach jeden Montag machen, vielleicht so für 8 Wochen lang. Inzwischen denke ich, vielleicht mache ich es auch für ein ganzes Jahr. Wir werden sehen. Die Herzchakra-Übung aus der Folge 2 schwingt immer als Thema mit. Und ich gebe auch immer wieder regelmäßige Ermunterungen zum Mitüben. Werden wir zusammen zu multidimensionalen Lichtmenschen. In meinem Telegram-Kanal findest du jede neue Podcast-Folge, sowie auch Links zu meinen Blogartikeln. So verpasst du nichts. Und wie wir am letzten großen Facebook-Ausfall gesehen haben, es lohnt sich immer mehrere Kanäle zu abonnieren. Also vielleicht auch meinen YouTube-Kanal. Und auf Facebook. Lass uns Freunde werden auf diesem Weg. Du findest mich auch auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Audible und vielen anderen Portalen. Ich freue mich, wenn du an meiner kostenlosen Ausbildung mitmachst. Starte einfach bei der ersten Podcast-Folge. Oder höre dir zuerst die neueste Folge an und dann geh parallel von der ersten langsam hoch. Und gleichzeitig kannst du intuitiv die hören, die dich am meisten ansprechen. So wie du magst. In der ersten Folge stelle ich die Frage, sind wir nachrichtensüchtig? Es geht um Zukunftsbilder, um Zukunftsängste und darum, wie wir die Realität erschaffen. Folge 2. Wie gehe ich mit Triggern um? Verschiedene Perspektiven im 5D-Bewusstsein. Folge 3. Was ist die vierte Dimension? Handchakren, Ohrchakren, Naturwesen. Folge 4. Astrale Schwingungen. Wie leben wir? Was konsumieren wir? Was strahlen wir aus? Folge 5. Wir brauchen wachstumsbejahende Geschichten. Vielleicht hören wir uns gleich. Oder nächsten Montag. Ich bin Nils Klipstein, ich bin intuitiver Autor. Meine neuesten Bücher findest du auf Amazon oder auf meinen Webseiten. Ich freue mich über deine E-Mail oder auch über Kommentare in meinen Beiträgen und Videos. Und bitte stelle auch Fragen. Deine Erfahrungen und Perspektiven und Fragen, sie sind lesenswert für mich und andere. Lass uns miteinander teilen und tauschen. Jeden Montag gibt es eine neue Podcast-Folge. Abonniere mich multidimensional in meinem YouTube-Kanal und auch auf Telegram unter Multidimensionale Lichtmenschen. Die Themen orientieren sich auch an meiner Facebook-Gruppe. Altes Wissen, neue Welt, Schattenarbeit, energetisches Heilen. Alles Liebe und bitte sei gut zu dir. Wir hören uns spätestens nächste Woche.